Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 15 auf der Map Südhämmern mit dem Randy, hi ho, dem Manus, hi Leute, und dem Koch. Bonjour. So, wir haben in der letzten Folge eine neue Errungenschaft gemacht, und zwar Feld 12 gehört jetzt zu unserem Inventar, und yay, da können wir definitiv auch ansehen, was ich aber jetzt auch direkt machen werde, weil ihr erntet ja alle fleißig. Ich habe gerade aktuell nichts mehr zu ernten. Aber ich suche die komische Saatmaschine. Oh, dann ist es schlecht, wenn er keine angesehen hat. Ja, die Saatmaschine steht hier. Komm her. Wie viel Geld haben wir da jetzt aktuell noch? 40.000 oder so? 54.000. 54.000. Was wolltest du jetzt nochmal unbedingt haben? An Sorten? Gerste. Für was brauchen wir Gerste? Bäckerei, Brauerei. Ach ja, da war das, ja, ja. Bäckerei, Brauerei und Mischstation. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass man eben, wie gesagt, die. Also, dass zum Beispiel, wie wir eben schon festgestellt haben, die Bäckerei eben nicht alle Getreidesorten nimmt. Na ja, gut, Sonnenblumen, Gerste und was war's? Ja, Weizen. Aber zum Beispiel, wie gesagt, Dinkel nicht. Vor allen Dingen, weil es ja Dinkel auch gibt, ne? Ja, sogar ganz wichtig, wenn du Zöliakie hast zum Beispiel, dann kannst du kein Weizen essen. Ja. Oh, lecker Dinkelbrötchen. Njam, njam. Ne, ist natürlich vollkommen richtig, ja. Ist ein bisschen blöd. Gibt's auch irgendwelches Stroh zum Einsammeln? Gar nichts, oder? Ja, habe ich gerade gemacht. Okay, also Feld 24. Ja, schau ich eben ans Lager. Feld 29 ist nicht geerntet. Was? Wo ist Feld 29? Ah, neben das ist der Hopfen. Ja, Juh, das ist Hopfen. Haben wir doch noch so wenig von. Hopfen brauchen wir ja auch. Dringend. So viel. Ich pflanze dann mal Hopfen wieder an, ja? Ja, mach mal komplett Hopfen alles. Ja. Ja. Achso, ja. Fail. War direkt volle Bombe. So, warte mal, jetzt gucken wir erstmal, wie sieht's im Strohbestand aus. Also, wir haben aktuell 82.000 Liter Gras. Gras keiner mehr eingesammelt. Oben. Hatte ich einmal gemacht. Okay. 542.000 Stroh, das ist sehr gut. Also müssen wir auf jeden Fall das Gras noch ein bisschen was einsammeln da oben. Was da liegt, kann ich auch machen. Ist mir wurscht. Lag denn da noch was? Also. Das, ja, bin ich. Auf Wiese 2 müsste eigentlich noch reichlich gelegen haben. Wiese 2, ich habe nur Wiese 1 gemacht. Ne, Wiese 1 meine ich auch. Ne, Wiese 1 haben wir noch leer gemacht, oder? Pixel. Leer. Achso, okay, okay. Haben wir gemäht und dann nichts gesagt. 205.000 Mischfutter. Nicht schlecht. Und wir haben allerdings auch. Wir haben allerdings auch. Moment. 240.000 Komposterde. Da müssen wir mal schauen, wie da der Preis zurzeit steht. Bei der lieben Komposterde. So, da haben wir einmal 895, 952. Oh, die erholt sich ganz gut wieder. Fast wieder bei 1000. Gut, wenn die über 1000 geht, sollte man die komplett verkaufen, denke ich. Mhm. Dann hat sie es erstmal geschissen mit Komposterde. Wenn man so sagen darf. Weil danach wird der Preis, denke ich, utopisch fallen. Drückt dich aus, ja. So. Wir könnten. Naja, nee, das bringt nichts. Ja, für Gerste gibt es eine Alternative, es wäre Zuckerrüben. Und für Raps gibt es auch die Alternative in der Futtermischstation, Kartoffeln. Obwohl wir Zuckerrüben und Kartoffeln auch für die Schnitzler verwenden könnten. Und Rübenschnitzel bringen auch richtig Kohle. Mischstation 2, Silage, Silo leer. Ja. Vielleicht sollten wir mal Silage machen, siehst du? Ja, aber Silage ersetzt ja nur. Moment. Roggen. Und für Roggen haben wir gar keine andere Verwendung wie die Mischstation. Seht ihr, Roggen? Auch wieder so ein Ding. Warum keine Roggenbrötchen oder Brot? Ja, verstehe ich auch nicht, aber. Also wir bräuchten Roggen, wir bräuchten Raps. Wahrscheinlich, oder wie viel haben wir jetzt Raps im Lager? Wird auch nicht viel sein, denke ich. Bei 50.000.
Auf jeden Fall brauchen wir Hopfen. Ach, Gerste haben wir 112.000 noch eingelagert jetzt wieder, das ist gut. Ja, haben wir doch gemacht, jetzt zwei große Felder, ne? Ja. Leer gemacht. Brocken, Sonnenblumenhammer braucht man nicht. Für was ist eigentlich die Triktikale? Für was benutzen wir die? Ja, gar nicht. Auch nicht. Nur zum Verkaufen. Kaufen, dann gucke ich mal, weil das ist... Ach so, für die gibt es ja auch so gut wie gar nicht, ne? 400. 454. Wird man die vielleicht verkaufen. Sonnenblumen haben wir noch genug. Die man nachher dann Zeit auf Feld 29 abtanken? Ja. Hopfen ist so lächerlich vom Preis. Würden für 500.000 Liter Hopfen, wird man 50.000 kriegen. Ein bisschen mehr Arbeit als andere, dann lieber zu Bier. Ja. Ja, müssen wir schauen. Also auf jeden Fall würde ich noch ein paar Felder Gerste machen. Raps können wir noch mal ansehen. Und was war es jetzt noch? Stroh, das passt ja. Gras passt. Roggen, ach ja, Roggen. Roggen brauchen. Oh ja, ich freue mich schon. Noch einen Monat. Dann gehe ich auf die Cannstatter Vasen. Kennt ihr einen von euch? Ja. Das ist Stuttgarter Pendant zum Münchner Oktoberfest. Ja. Oh, cool. Bin ich eingeladen worden. Nice. Mhm. Reiner Männerabend. Ja, das ist mein bester Freund, wo ich jetzt auch im Urlaub war bei dem. Und der hat gesagt, komm, pass auf, ich bin gerade da und dann lass uns hingehen. Wir sind, glaube ich, 4 oder 5 Mann sind wir. Ohne Frauen. 2 Tage auf dem Fest ohne Frauen. Das erfreut. Problem ist bloß, es macht relativ früh zu, das Fest. Also verhältnismäßig um Mitternacht, glaube ich, machen die zu, die Zelte. Wir kennen seinen Namen doch schon hin. Ja, das schon, ja, aber es geht ja um die Nacht. Ach so, ihr wollt euch die Nacht um die Ohren schlagen, ihr Schlingel. Also wir halten Ausschau nach stabilen Tischen. Okay. Mit Stangen. Randy, ein was kannst du mal bitte noch verkaufen? Ja. Ach du Scheiße, jetzt verkauft er alles so. Jetzt wird's geplündert. Jetzt mache ich hier. Sitzt im Dröscher, 5 Minuten später ist er weg. Jochen, kannst du mit dem abtanken? Was? Ja, ich bin doch da, deshalb komme ich doch hier. Mit dem Anhänger meine ich, deswegen. Ja, müsste gehen oder nicht? Probleme. Halt mal rein in den Rüssel. Okay. Jetzt ist das Problem, wir haben zweimal Leguan Quattro 40 bei uns in der Garage stehen. Da, wo das Schneidwerk drauf ist, ist der gute. Ja. Problem ist, dass der andere im Zaun hängt und ich das verkaufen wollte, weil es eh kacke ist und jetzt aber nicht, weil... Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich es mit dem LKW rausbringe. Kannst du zurücksetzen? Wäre dann die Alternative, ja. So. Oh, geht. Tatsache. Cool. Habe ich was fix verkaufen? Was brauche ich da für einen Hänger? Hier, der grüne. Switch mal in die Bergtiege rein. Ganz schön. Okay. Jo, jetzt zum Sonntag eine etwas ruhigere Folge hier. Ja, jetzt müssen wir hier die Woche ein bisschen ausklingen lassen. Echt, heute Abend wieder arbeiten gehen? Läuft bei dir. So, das Schneidwerk. Der Schneidwerkswagen ist verkauft. Haben wir nochmal 8.000 gekriegt. Und jetzt werde ich gleich mal ein bisschen Gerste fahren hier. Die Verbrecher. Verbrecher! Ansehen tut ihr aber schon, ne? Ab? Ja, wenn ich das dabei. Pixel, was? Was machst du denn da gerade?
Ich? Ich fahr mit dem Wasseranhänger durch. Ach so. Gucken, ob mal Wasser in der Bäckerei muss. Aber welches ist denn jetzt der richtige Hänger dafür? Der grüne. Der noch rumsteht? Ach so. Der TAW 30, okay. Der grüne, ja. Für was denn jetzt eigentlich? Für Hopfen. Vom Feld 29. Ach, ich habe auch den falschen Hänger gehabt, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Na gut, egal. Mhm. Drohsammler ist das. Ach, das steht Sammelwagen, ja. Okay. So, Hopfen. Also ich sehe, Tino, ich habe dein Bild gesehen mit deinem Drescher bei Instagram. Cooles Geil, Bild. Oder? Ja, also da kannst du nicht ohne Hose fahren, da hängt das Stroh sonst so zwischen den. Ja. Aber in alter Klasse, ne? Und der lief ja noch, oder? Ja, ja, die haben damit gearbeitet. Der Geil. Die haben Tatsache damit gearbeitet. Da standen neben dem Drescher standen drei so eine, ich weiß nicht, wie diese Bags heißen, wo hier eine Tonne reingeht. Aha, ja, diese Big Bags. Du weißt, diese Stoffdinger oder was das da ist, wo da eine Tonne rein, und da haben die quasi in diese Bags haben die das Getreide abgeladen. Okay. Und so eine Tonne halt, oder 1000 Liter oder wie viel die fassen. Und ja, da haben die das, da haben die tatsächlich geerntet mit dem Teil. Okay. Fand ich sehr cool. Ja. Muss ich ehrlich sagen, also. Wegen Foto, Selfie Time. Dum, 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 dum. So, ich bediene mal gleich wieder die Bäckerei und die Brauerei hier mit der Gerste, die wir geerntet haben, so fleißig, dass das wieder schön leer ist. Das Lager. Ja, Weizen geht auch noch rein und Sonnenblumen. Wasser ist voll. Ja, Weizen, Sonnenblumen ist aber noch 50% drin, oder? Ja, ja. Wie ist denn das mit dem Feld hier? Da stehen ja jetzt diese Stangen drauf. Das Feld können wir in die Tonne kloppen. Okay. Weil es halt einfach nur für Hopfen geeignet ist und wir aber definitiv auch keinen Hopfen mehr brauchen. Ja, also du kannst schon ein anderes drauf anbauen, aber es fehlt einfach ein großer Teil. Naja, es wächst ja total scheiße. Ja. Dazwischen drin, also ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber das hatten wir automatisch, das Feld, oder habt ihr das gekauft? Okay. Das war am Anfang automatisch, ja. So, jetzt erstmal hier wieder Gerste auffüllen. Nur Weizen und Sonnenblumen sind auf 50% drin, Björn. Nee, ja, darum. Nee, das ist bloß so festgestellt, ja. So, 50.000 Gerste hier. Können wir den Rest gleich noch zur Brauerei fahren. Boah, also ein was ist echt scheiße, und das sind diese Dorträger. Die sind also langsam, ja. Von diesen Rolltoren, und die gehen ultra spät. Reagieren die erst. Da bin ich ja froh, dass ich auf meiner Don Diego große haben. Dass die eine relativ hohe Weichreizrate. Ja, mit Perwoll gespült. Ach, die spült nur. Aber eine hohe Weichreite ist echt von Vorteil. Kratzt später nicht so. Ah, so. Ja, die Rechtschreibpolizei. Die Rechtschreibpolizei, ja. Das war nicht schlecht. Haben Sie Ihnen die Buchstaben super hingelegt? Ich finde es immer so schön hier bei uns, bei mir beim Einkaufen hier. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann haben sie immer so Angebote, so Staubsauger oder so, ne? Und dann versuchen sie den natürlich anzupreisen mit Sprüchen, die draufstehen, wie Swiss Ecoline und sowas, ne? Swissness und Schweizer Ware, und hast du gesehen? Mhm. Und unten rechts steht dann so eine halbe Hand groß der Hinweis: Made in Germany. Oh, cool. Das ist nice. Das finde ich immer, ja. Ich da, oh ja, das Schweizer Produkt und Swiss Line, hast du gesehen? Dann steht drauf: Made in Germany. Sehr gut. Ja, das ist anders, dass du hier Produkte kriegst, Gewürze teilweise oder Möbel. Möbel, die in Deutschland gibt, die haben hier noch den Aufkleber drauf: Swiss Made. Oder Swiss Trend. Irgendwas mit Swiss drauf. Okay. Das gibt's aber hier auch. Manchmal beim Aldi oder so haben die diese Töppe. Da steht auch drauf hier diese Schüsseln. Swiss, keine Ahnung. Also das ist nicht nur bei euch. Ja. Hatten sie ja auch mal eine Doku drüber gebracht, wenn so Lidl oder so Angebotswoche macht, hier Asiatenwoche oder Österreich, Schweizer Woche oder alles, so die ganzen Produkte, guckst du drauf, wo das Gelumbe hergestellt wird, ne? Alles entweder in Deutschland oder irgendwo außerhalb, aber nicht da, wo es eigentlich herkommen sollte.
Ja, aber das ist ja normal. Das ist ja nur die Art und Weise, denke ich. Gerade wenn es aus, also ich finde gerade diese Asia-Produkte, die kommen viel aus Holland und da ist es ja auch deren, im Grunde deren Kultur, weil die Holländer, die hatten ja in Asien relativ große Kolonien auch, also zum Beispiel hier alles, was so thailändisch-vietnamesisch ist und so. Deswegen spiele ich gegen ihn kein Quizduell mehr. Alles sowas. Und Religion. Du hast gegen diesen Mann, hast du bei Religion keine Chance. Da denkst du dir, Alter, woher, wie ist denn der das? Wann ist das Lexikon, ne? Ja, also was Religion angeht, heftig. Also richtig, richtig heftig. Irgendwelche Völker im Nahen Osten oder im Judentum oder sonst was. Ah, das ist einfach. Klick. Hä? Das lernst du nicht in der Schule. Das ist... Schule des Lebens. So ist es. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Also ihr seht, liebe Zuschauer, komplettes Spielen macht nicht dumm. Ja, aber... Nicht dafür, zwingend. Aber dafür kann ich nicht Träger fahren. Stimmt da oder? Irgendwo gibt's da nicht. Aber auch das kann man lernen. Ja. Wow, wer stellt die Bergziege so beschissen hier ab? Ich. Achso, nee, stimmt, du hast sie gefahren. Aha. Ja. Juhu. Warum? Weil ich gewartet habe auf den Jochen, dass er mich abtankt und dann Wasser fahren wollte und dann war er da zum Abtanken und da habe ich den dann stehen lassen da. Ja, gerade voll mit dem LKW reingehämmert. Ja, aber den hast du gesehen, steht mitten auf der Straße. Ja, aber nach der Kurve leider erst. Oh, aber sie waren direkt nicht rausgestellt. Nee, hat er vergessen. Verdammt. Naja, beim nächsten Mal. So. Warum fahre ich immer falsch, wenn ich vom Hof komme? Wenn ich zum Hof will. Das ist ja grauenhaft. Aber Leute, Folge ist auf jeden Fall rum. Genau. Rum, die Bumm. Bum. Ich glaube, ja, ich war das, ne? Ich war dran. Mhm. Du bist das gewesen. Ja, dann, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen vorbei, die stehen in der Beschreibung. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Metal, Leute.